Eigentlich ist es, wenn man es so strikt sieht, genau dasselbe, als würde ich jetzt mit einem Gewehr im Wald rumlaufen und ein Ah, okay, Tier na gut. erschießen. Hi, ich bin Tim und ihr kennt mich vielleicht von Reporter. Heute bin ich zu Gast bei Follow Me Reports und gerade mitten in Berlin und soll hier heute angeln. Ich habe das tatsächlich einmal mit 10 gemacht und wir haben original gar nichts gefangen. Ich fand das ehrlich gesagt auch ziemlich langweilig. Und viele sehen Angeln ja auch ziemlich kritisch. Ob ich jetzt 5 Minuten mit dem Fisch ein Foto mache, nur weil ich gerade für Instagram ein Bild haben möchte und ihn Ja. dann wieder reinmache, das ist völlig unnötig. Warum macht man das als junger Mensch? Patrick macht genau das, fast jeden Tag. Der geht angeln und der soll mir heute einen kleinen Crashkurs darin geben. Ich will besser verstehen, was hat es eigentlich mit diesem Trend Streetfishing auf sich? Eure Fragen habe ich natürlich auch dabei. Herzlich willkommen zu Follow Me Reports. Ich habe von Patrick eine kleine Videobotschaft bekommen, mit einem Auftrag hier für den Laden. Die höre ich mir jetzt mal als erstes an. Hallo Tim, ich freue mich, dass wir heute zusammen angeln gehen. Ich habe dir aber schon mal eine kleine Liste erstellt. Ach du Ich schicke dir Scheiße. einfach mal gleich ein Bild von der Liste. Da sind Sachen, die wir heute einfach mal brauchen zum Angeln. Du kannst ja schon mal gucken, ob du alles findest. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann suchen wir einfach zusammen. Patrick ist echt ein Scherzkeks. Guckt euch mal die Liste an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich das alles finde. Lass mal reingehen. Hallo, guten Tag. Hanse, darf ich direkt eine Frage stellen? Auf meinem Zettel steht als erstes Tungsten Bullets. Ich Ja, bin richtig, komplett lost. genau richtig. Ah, echt? Ja. Ach, das sind so Gewichte oder was ist das? Genau. Wenn du dich so gut auskennst, angelst du denn selber? Ich angel selber, ja. Ja? Mittlerweile seit 17 Jahren. Was? Ich bin jetzt 20. Mit 2 angefangen oder was? Mit 3 habe ich angefangen, Okay. ja. Krass. So, ich mach dir das fertig, bring dir das gleich und Das lass ist uns lieb. gerne Weißt schon du mal was? Ich deine anderen glaube, Sachen genau, ich angucken. suche mir in der Zeit schon mal die anderen Sachen. Ich gehe einfach mal los, Offset haken. Das ist so ein bisschen wie so ein Tag im Baumarkt. Man hat keine Ahnung, was man will und findet auch nichts. Und es ist niemand da, den man fragen kann. Oh Gott, das sieht alles. Guck mal, ist das denn schon Haken? Nee. Ist vielleicht ein schöner Schlüsselanhänger. Oh, guck mal, das sieht doch aus wie Haken. Nee, Zanderhaken. Wurm. Offset-Haken angeln. Hör mal, wo du hier grad, ich bin schon verzweifelt am Googeln. Die Offset-Haken. Ja. Stehe ich hier schon in der richtigen Ecke oder ist ganz falsch? Du bist auf jeden Fall im richtigen Gang. Na, guck. Hier sind die Offset-Haken. So, jetzt, wo ich dich schon hier habe, ich verhafte dich jetzt einfach für den Rest meines Einkaufs. Ja. Die Richtung? Die Richtung. Geht man da auch ein bisschen nach hübsch oder ist praktisch? Ja, also hübsch auch. Ich würde sagen, wenn du in den Köder kein Vertrauen hast, dann fängt er auch nicht. Ah, das ist ein guter Spruch. Okay, ja, den merke ich mit. So, das alles einmal für mich. Vielen Dank für die liebe Beratung. Ist das eigentlich ein teures Hobby? Erwarten mich jetzt. Ja, ist ein teures Es ist Hobby. Ein sehr teures Du Hobby. nicht. Okay. Irgendwie in Social Media ist das voll das Thema geworden zu angeln, gerade Ja. auch seit der Pandemie. Habt ihr auch den Eindruck, dass halt mehr Leute kommen, so wie ich, die gar keinen Plan haben und Ja. anfangen wollen? Definitiv. Vielen Dank dir. Und vielen Dank dir vor allem. Haben Danke, Sie gemacht. sehr gerne. Schönen Ja. Tag euch noch. Wünscht Tschüss. mir bitte Glück. Ja, Petri Petri Heil. Heil, sag mal. Petri Petri Heil? Heil, richtig. Ach, ich dachte mal. Ah, okay. Dann Petri Heil. Ich hoffe, ich habe die erste Challenge jetzt geschafft, alles richtig einzukaufen. Hallo. Hi. Hi, ich bin Tim. Du bist Patrick, ne? Patrick. Cool, dich kennenzulernen. Ah, ich sehe schon, hast du mir schon eine Angel mitgebracht Genau. für den Spaß. Willst du mal schauen? Ja, also. Wie lange angelst denn du schon? 12 Jahre, also mit 6 habe ich angefangen zu angeln, das erste Krass. Mal. Ja. Oder mit 5, irgendwie sowas. Ja. Und so richtig intensiv mit 11. Ja, ich glaube, du hast alles hingekriegt. Yes. Erste Challenge habe ich schon Ja, mal bestanden. alles hingekriegt. Jetzt aber noch mal eine Frage, weil wir gehen ja nicht nur angeln, wir wollen ja Streetfishing machen. Ist Ja. das nur ein cooler Name für das Gleiche oder ist das was anderes? Also ich mache tatsächlich beides, also Streetfishing und normal Angeln in der Natur. Mhm. Genau. Dann würde ich sagen, packen wir uns die Angeln über die Schulter und Abmarsch. Ja, sollen wir? Können wir so machen. Ist das denn hier jetzt einer der Spots, wo du oft bist? Ja, also im Herbst schon öfter. Mhm. Im Frühjahr bin ich eher so im Westen Berlins Okay. unterwegs. Hey. Moin. Macht aber keinen Unterschied, ob wir jetzt unter der Brücke stehen oder im Hellen, oder ist das Ja, so einen irgendwie. großen Unterschied macht es nicht. Okay. Brücken sind aber grundsätzlich ganz gut Ah. so. Ist ein bisschen Schutz für Guter die Fische. Spot. Weil man sieht schon mal nichts. Aber. Ich würde mal sagen, der Weihnachtsmann hat es uns mal kurz versaut. Ja. Ja, gut, danke für nix. Achso, der war jetzt sehr laut, ich habe sehr laut gelacht. Ist eigentlich laut sein Scheiße? Nee, also in der Stadt stimmt es tatsächlich, dass man machen kann, was man möchte. Musik laut hören, die Fische sind das alles gewohnt. Ja. Wenn du aber in der Natur irgendwo bist, dann ist es auf jeden Fall besser, wenn du ganz ruhig bist, weil die Fische sind es halt nicht gewohnt und Ja. lassen sich von jedem Geräusch abschrecken. Erstmal müssen wir die Ruten aufbauen. Okay.
Die sind nämlich zweiteilig, es gibt auch einteilige. Ich zeig dir einfach mal, wie ich es mit meiner mache, dann machst du mir das einfach mal nach. Einmal. So viel zu einem ruhigen Hobby. Das ist halt Streetfishing in Berlin, da ist nochmal kurz Love Parade. Wenn die jetzt hier die ganze Zeit so Radau machen, kann sein, dass wir gar nichts fangen, tatsächlich. Nee. Lassen kann und jetzt kann genau, ich einfach aufziehen. Hoch. Genau. Okay, das ist aber eigentlich... Was ist denn so, also was ist denn heute eigentlich unser Auftrag? Was wollen wir denn auf jeden Fall, wir wollen Fisch fangen, ist klar. Genau, wir wollen am besten mal einen Barsch fangen. Wenn es klappt, vielleicht sogar einen etwas besseren Barsch, den würden wir dann auch sehr gerne mitnehmen. Ja. Die schmecken ziemlich gut, also es gibt so die zwei besten Speisefische, Zander und Barsch. Ah ja, woran erkenne ich so einen Barsch? So ein Barsch ist grün mit schwarzen Streifen, hat rote Flossen, so ja, gut, ist ein schöner Fisch auf jeden Fall. Also einmal nehme ich mit dem Zeigefinger die Schnur. Mhm. Dran. Genau, greift die Rute gleichzeitig und macht den Bügel auf. Jetzt kann theoretisch die Schnur... Jetzt hat sie Spiel. Genau, auswerfen, loslassen. Ach krass. Dann fliegt der Köder ganz normal nach vorne. Wo ist der jetzt hin? Fast drüben. Wahnsinn, so weit fliegt das, oder bist du so Also es gut? geht noch viel weiter. Okay. Das ist das Wichtigste auf jeden Fall, den Köder richtig führen, sodass der Fisch sich denkt, okay, ey, das gefällt mir, ich beiß rauf. Ja, okay. Und das ist auch eigentlich so die ganze Kunst am Angeln, dass man den Fisch halt dazu überredet, obwohl er schon eigentlich ziemlich klug ist in der Stadt, weil er schon tausende Köder gesehen hat, deinen Köder zu fressen. Patrick, wenn die da reinbeißen, tut es denen weh? Also... Ich selber weiß nicht, ob es denen wirklich wehtut, weil die können ja nicht mit mir reden. Forscher wissen es ja auch nicht so genau. Aber man weiß gar nicht so richtig. Nee, das weiß man tatsächlich nicht so genau. Die einen sagen ja, die anderen nein. Fühlt man sich wahrscheinlich auch besser, wenn man sich sagt, dass die keine Schmerzen empfinden. Ne? Oder hättest du genauso viel Spaß am Hobby, wenn du denkst, das tut dem weh? Nee, also das stimmt. Also ich denke auch, wie gesagt, wenn ich wüsste, hundertprozentig die Fische empfinden richtig krasse Schmerzen dabei, dann würde man es wahrscheinlich nicht machen. Was ist denn bei dir eigentlich der Grund, dass du angelst? Es ist eigentlich alles. Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne raus. Ja. Ich erkunde halt die ganze Natur. Außerdem finde ich, also ist das auch die beste Variante, seinen eigenen Fisch auf seinen Teller zu kriegen. Weil wenn man sich überlegt, wie der Fischer das macht mit den Netzen, da bleibt der Fisch teilweise 3-4 Tage im Netz und muss da drin ersticken. Das finde ich zum Beispiel nicht so ganz cool. Ist halt eine Prioritätensetzung, ne? Und du richtig, sagst, wenn ich richtig. Fisch esse, dann lieber mit am wenigsten Leid. Genau. Wie oft hast du dir das Ding schon aus der Hand gezogen? Einmal muss ich tatsächlich ins Krankenhaus schon gehen, weil ich mit dem ganzen Gewicht vom Rucksack das Ding mal reingeschoben habe. Die ist jetzt präpariert und fertig, ne? Die ist fertig. Okay. Die ist auch so gut wie fertig. Okay. Und noch dasselbe. Wir angeln einfach genau mit derselben Sache. Ja. Gucken wir, wer besser ist. Dieser riesen Kescher macht mir ein bisschen Angst, was wir da jetzt rausziehen, ehrlich gesagt. Vielleicht so einen kleinen Buckelwal. Bevor es jetzt hier ernst wird, ne? Ich meine, ich habe ja keine Ausbildung gemacht oder so. Dürfte ich denn jetzt eigentlich einfach so losangeln? Eigentlich nicht, aber ich habe ja einen Angelschein und wir haben ja jetzt eine Sondergenehmigung gekriegt. Das ist das, was mir die Redaktion mitgegeben hat, diesen Wisch. Ausnahmegenehmigung von der Fischereischeinpflicht. Was muss man denn machen, um diesen Fischereischein zu bekommen? Also man muss erstmal ganz viele Fragen lernen und dann auch eine Prüfung bestehen sozusagen, dass du weißt, wie du mit dem Fisch umgehst. Ob du den jetzt tötest, ob du den jetzt wieder freilässt. Krass. Da gibt es sehr viele Sachen, die man beachten muss. Ah, du machst das dann so seitlich. Genau, das ist... Ja. Und einfach nur mal kleine Bewegungen... Nach vorne, nach hinten? Genau, einfach so ein bisschen, guck mal, mit der Spitze so ganz bisschen. Oh, ich habe ein Blatt gefangen, Leute, guck mal. Ach, sind wir zwei, guck mal. Ah, oh, zwei Blätter, klasse. Ich habe auch eins. Was würde denn eigentlich passieren, wenn uns jetzt die Polizei ertappt und wir haben nicht meine Genehmigung und du hast den Schein nicht gemacht? Zahlt man dann eine saftige Strafe oder wie läuft das? Ja, es gibt ja viele Leute, die Schwarzangler sind, also einfach, so sagt man das, also nicht legal angeln. Ja. Die werden dann zum Beispiel, wenn sie ertappt werden, von Ordnungsamt oder von einem Fischereiaufseher, erstens angezeigt und zweitens kriegen die eine Geldstrafe. Oh, krass, wofür wird man denn da angezeigt? Ist das hier Verstoß gegen das Tierschutzgesetz? Oder? Naja, das ist so, eigentlich ist es, wenn man es so strikt sieht, genau dasselbe, als würde ich jetzt mit einem Gewehr im Wald rumlaufen und ein Tier erschießen. Ohne Ausbildung, ohne alles ist es ja gefährlich. Und voll. Ist ja auch, ich habe nichts dafür bezahlt. Also ich habe für das Angeln allein hier für die Erlaubnis in ganz Berlin und Brandenburg zu angeln. Es gibt ja verschiedene Karten, die man kaufen muss. Und allein dafür habe ich, glaube ich, ca. 500 bis 600 Euro dieses Jahr ausgegeben. Krass. Jedes Jahr, ne? Ja. Mein ganzes Taschengeld geht tatsächlich dafür flöten. Mutti denkt sich, besser als für Wodka. Genau. Jetzt haben wir ein kleines Erfolgserlebnis. Ich habe eine Muschel gefangen. Hier, zu mir. Das war auch nicht so richtig Sinn und Zweck der Aktion. Gerade hier, wo wir stehen, habe ich schon sehr oft Fische mitgenommen, weil die einfach
super schmecken. Viele denken zum Beispiel, dass die Fische hier nicht schmecken, weil die in der Spree sind. Das ist völlig falsch. Das wäre, glaube ich, das größte Vorurteil gewesen, was ich bei Streetfishing hätte. Wenn man so durch die Stadt geht aus so einem Kanal, dass man denkt, kann man das wirklich essen? Okay. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach mal zur nächsten Stelle fahren. Ja, gibst du schon die Hoffnung auf? Aufgeben ist bei mir eigentlich nie der Fall. Okay. einfach weitergehen, weil wir merken, hier ist ja jetzt erstmal haben wir keine Bisse gehabt. Zweitens hatten wir jetzt die Jetskis, die hier hin und her gefahren sind. Okay. Das kann die Fische natürlich ein bisschen abgeschreckt haben. Mhm. Und es ist auch viel Wind und die Fische muss man suchen. Das ist auf jeden Fall gerade im Winter sehr, sehr schwer. Mhm. Also wenn du sagst, man muss die Fische richtig suchen, also du machst wirklich eine Tour, ne? Das ist auch so sozusagen Streetfishing, dass man wirklich Spot zu Spot. Was ist eigentlich mit euch? Was ist eigentlich euer Hobby? Patrick angelt gern. Ich weiß gar nicht, ich gehe gerne in den Club. Schreibt mal runter, was ihr gerne in eurer Freizeit macht. Mal. Müssen wir da jetzt runterkrabbeln? Ja. Oh, Subi. Naja, boah, ich sitze da gleich drin, ich sage dir. Streetfishing halt. Ja, ja, genau, so fühlt sich's auch an. Manchmal muss man auch über Brücken klettern und alles Mögliche. Also. bisschen Angst habe ich jetzt schon, da reinzufallen, muss ich sagen. Ist dir das schon mal passiert? Bist du schon mal reingeplumpst? Also ich bin schon das öfter mal ins Wasser geplumpst, aber komplett nur, also zweimal in meinem ganzen Leben. Okay. So, wie hast du das jetzt gemacht? So. Und dann meintest du, dann. Weißt du noch, wann deinen ersten Fisch, den du gefangen hast? Erinnerst du dich noch an den Moment? Ich habe mich richtig gefreut, dass ich das erste Mal halt angeln gehe. Hab dann mit meinem Vater bestimmt 50, 60 kleine Fischchen gefangen. Ach, krass. Das war auch mit einer Pose, ganz entspannt. Ja. Und wir wollten die halt eigentlich alle mitnehmen. Und dann haben die mir aber so leid getan erstmal im ersten Moment, weil ich meinem Vater gesagt habe, ja, aber ich wollte die jetzt eigentlich alle freilassen. Dann hat mein Vater so gesagt, okay, wir machen das so. Wir nehmen die mit und beim nächsten Mal, wenn du ein paar fängst, dann lassen wir die frei. Wenn du so erzählst, dass du als kleiner Junge schon auch Mitleid hattest mit den Fischen, dass du die nicht mitnehmen wolltest, ist das was, also hast du denn trotzdem noch so ein Gefühl dazu, dass das ja schon ein anderes Lebewesen ist? Naja, klar, das lernt man wiederum im Angelschein. Ja. Also wenn man seinen Angelschein macht, dass es ein Lebewesen ist, dass man damit nicht umzugehen hat, wie man möchte, sondern wirklich sorgfältig. Ich würde vielleicht mal ein Stückchen weiter noch mal ganz kurz probieren. Ja. Wenn da nichts gehen sollte, versuchen wir noch mal den letzten Spot. Weil gute Idee. Also welche Fische nimmst du mit, tötest du und welche lässt du dann auch wieder frei? Also genau, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Einmal, wenn man sieht, dass der Fisch den Haken zum Beispiel geschluckt hat und es entweder A, nicht schaffen würde und B, also eh halt sterben würde, meinst du? Entweder sterben würde oder B, es ihn dann schon irgendwie beeinträchtigt, dann nimmt man den auf jeden Fall mit. Ja. Und einfach sozusagen, um ihn vom Leid zu erlösen. Richtig, genau. Denn das ist halt nicht der Sinn und Zweck der Sache. Mhm. Und wenn du auch einen großen, wirklich richtig großen Fisch fängst, der schmeckt erstens meistens nicht wirklich so gut, weil der schon wirklich altes Fleisch hat. Ja. Und ja, ist halt so. Ja. Und macht aber sehr viel Laich, also sehr viele Eier. Ah, okay. Und das ist wirklich, das heißt, sehr wichtig. Du brauchst den einfach, um die zu erhalten, genau, auch genau, den Bestand. Genau. Wo würdest du dann jetzt als nächstes da vorne dann wieder an die Ecke? Genau, da wo die Hütte ist. Also da ist. Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, du gibst schon, wenn du so einen riesengroßen Fisch fängst, wo du weißt, der ist voll alt, schmeckt eigentlich eh nicht, den gibst du schon wieder zurück ins Wasser. Ja, also ich würde den schon vor Kamera logischerweise nicht, aber ja, das ist natürlich, ja klar. Theoretisch schon, also es ist auf jeden Fall das Klügste. Also damit ich es noch einmal verstehe, die Regelung ist, egal wie groß der Fisch, man muss ihn mitnehmen. Richtig. So, es ist aber so, dass eigentlich große Fische ja wichtig dafür sind, hast du mir erklärt, damit der Bestand gewahrt ist, weil die einfach viel Nachkommen produzieren. Und diese Regelung, dass man die aber trotzdem mitnehmen muss, die findet die Angler-Community nicht klug. Ja, eigentlich irrsinnig. Ja. Genau. Schauen wir mal, ob es hier besser klappt. Ich hoffe mal. Ja, also ich muss sagen, langweilig wie bei meiner ersten Angelerfahrung ist mir heute auf jeden Fall nicht. Ich verstehe echt gut, warum Patrick das cool findet. Ich bin mir nicht so richtig sicher, wie lange ich den Spaß behalte, wenn wir dann tatsächlich einen Fisch fangen und wir den echt töten müssen. Also da weiß ich irgendwie noch nicht, wie ich dazu stehe. Ich habe so ein bisschen Schiss fast, dass wir einen fangen, ehrlich gesagt. Aber gucken wir mal, ob es jetzt besser klappt. Hier kann ich aber wieder auswerfen wie vorhin. Ja, hier müsste es gehen, ne? Okay. Und genau. Yay. Richtig Spaß. Gesetzt den Fall, wir fangen jetzt den Fisch, ne? Jo. Das ist halt so das Thema, das schon die Community eigentlich so am meisten aufgeregt hat, nämlich die Sorge oder auch die Debatte um dieses Catch and Release. Also wirklich fangen eigentlich nur, um damit zu posen. Wie stehst du dazu? Man muss auch viel bei dem Hobby mit seinem Gewissen arbeiten. Ich mach dir mal das Blatt ab. So. Mit seinem Gewissen auch arbeiten, so von
wegen, mache ich das jetzt oder ist es schlecht für die Natur? Mhm. So sehe ich das. Oder mache ich das jetzt oder würde das jetzt ein bisschen unnötig sein für den Fisch jetzt zum Beispiel? Ob ich jetzt 5 Minuten mit dem Fisch ein Foto mache, nur weil ich gerade für Instagram ein Bild haben möchte, ja, und ihn dann wieder reinmache, das ist völlig unnötig. Da ist sich, glaube ich, jeder einig. Ich glaube, das ist auch eher das, was viele Leute ärgert. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fisch fange, ich sehe, oh, okay, der ist jetzt wirklich viel zu groß, den würde ich niemals mitnehmen, damit könnte ich 3 Familien ernähren für eine Woche. Und das bringt nichts, weil die Hälfte weggeworfen werden würde. Mhm. Und der eigentlich wirklich wichtig fürs Gewässer ist. Dann hat man zum Beispiel, jetzt angeln wir zusammen, habe ich den Fisch, greife den einmal, mache einmal ein Bild. Man möchte sich auch erinnern an den Fisch und macht den wieder rein. Da ist alles schonend. Was mir hier gerade auch aufgefallen ist beim Gucken, ist das ein Einkaufswagen, der da drin liegt? Ja, wenn ich jetzt in die Natur gehe und sehe, da irgendwo liegt richtig viel Müll, dann sammle ich den immer auf. Also ich sammle den auf, mache den in den Mülleimer und freue mich dann wirklich, dass ich wenigstens, selbst wenn ich nichts gefangen habe, etwas für die Natur gemacht habe. Das ist noch so ein Aspekt, den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ihr kriegt das halt viel mehr mit. Genau, das stimmt. Auch wenn wir einen Fisch fangen, der eine Krankheit hat, dann können wir das wenigstens melden. Hör mal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, unsere Geduld wird hier nicht so richtig belohnt. Sollen wir noch mal, du hast mir ja erzählt, du hast noch einen letzten Spot für heute. Ja. Sollen wir noch mal da versuchen? Einen können wir noch probieren. Gebe nicht auf. Sollen wir mal dadurch? Ja. Sollen wir es hier mal versuchen? Ja. Ich könnte mir hier sogar fast mehr einen Zander vorstellen als einen Barsch. Okay. Aber der schmeckt auch genauso gut. Den kann man auch fangen, theoretisch. Oh. Ja, passt doch. Da, super. Daran scheitert es heute auf jeden Fall nicht. Das ist ja schon mal sehr beruhigend. So. Okay, ich dachte nämlich schon. Oh, ich dachte, jetzt hast du wirklich was. Aber nee, ist Blatt. Ach, schade. Warte mal. Fuckeln wir das da mal eben ab. Also, freimachen. Ja, so ist es, glaube ich, ne? Und Abmarsch. Top. Ich muss sagen, dafür, dass du das zum ersten Mal machst, machst du das ziemlich gut. Vielen Dank. Du weißt auf jeden Fall, wie man motiviert. Das ist super. Jetzt aber mal angenommen, wir würden jetzt noch was fangen, ne? Ja. Dann kommt natürlich das Thema Töten. So. Mhm. Das ist natürlich eine Frage, die hat auch unsere Community total interessiert. Ne? So dieses Gefühl, halt einen Fisch zu töten. Vor allem vielleicht das erste Mal. War das irgendwie ein komisches Gefühl für dich oder wie war das? Also die ersten 1-2 Male bestimmt. Ich sag mal so, also man gewöhnt sich dran. Mhm. Und das, für mich persönlich ist es überhaupt nicht mehr schlimm. Ich empfinde dabei jetzt nicht irgendwie Trauer oder sonst was, weil wenn man beim Supermarkt zum Beispiel irgendwie Fleisch kauft oder Fisch kauft, der muss ja auch irgendwie sterben. So, wenn du wirklich mal so einen richtig tollen Fisch aus dem Wasser ziehst, hast du da irgendwie mal Fotos von? Wir haben es ja jetzt leider nicht erlebt. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Magst du mir was zeigen? Na klar. Ich würde das schon gerne mal sehen, wie das dann aussieht, wenn man erfolgreich ist. Na klar. Den letzten zum Beispiel, den habe ich mitgenommen, das war ein Zander. Mein Gott, ist der groß. Was wäre denn so ein Traum, wo du denkst, wenn ich sowas mal fangen würde, das wäre echt richtig cool? Also, ich würde gerne mal ins Meer. Ich bin tatsächlich noch nie außerhalb von Berlin, Brandenburg so richtig verreist und dort zu angeln. Vielleicht mal so, wirklich so ein Riesenfisch wie so ein Thunfisch zum Beispiel oder irgendwie krass. Irgendwas Krasses mal richtig. Das ist echt eine andere Ansage als ein Hecht. Ah, cool. Da ist das Ding auch teilweise 300 Kilo schwer, so stärker und viel länger als du selbst. Ja. Ja gut, ich glaube, diesen einen Thunfisch werden wir heute nicht mehr fangen, um dir deinen Wunsch zu erfüllen. Aber sollen wir es vielleicht noch ein letztes Mal versuchen? Bevor es letzter komplett Wurf, oder? Machen wir noch einen. Wurf. Komm. Kann ich noch einmal zeigen, was ich kann? Na guck. Perfekt. Yay. Was meinst du denn, was ist so dein Fazit heute? Hat das ganz gut geheißen. Ich meine, wir haben nichts gefangen, aber war okay. Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht, dass du gleich am Anfang super geworfen hast. Yes. Das machen die meisten nicht. Okay. Durchgehalten hast du auch bei der Kälte. Ist natürlich. Ja, du bist auf jeden Fall abgehärtet. Was das ist natürlich für jemanden, der noch nie geangelt hat, nicht einfach, weil gerade am Wasser alles viel kälter ist mit dem Wind. Jetzt musst du aber was Schlechtes sagen, darfst nicht nur loben. Eigentlich habe ich nichts Schlechtes, wirklich nicht. Ne, cool. Ich meine, ich hätte mich natürlich gefreut, hätten wir was gefangen, aber irgendwie war mir auch ein bisschen mulmig, deswegen, mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich fand es irgendwie eine coole Erfahrung. Und der Crashkurs war echt cool. Danke dir dafür. Gerne. Ich reichte dir mal zurück. Alles war echt klar. Cool. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao. Ja gut, wir haben keinen Fisch gefangen, aber dafür habe ich heute super viel übers Angeln gelernt und ich habe Orte in Berlin gesehen, die ich vorher noch nie wahrgenommen habe. Dank Streetfishing.
Und ich kann natürlich verstehen, dass man es ungeil findet, wenn man angeln geht, nur für ein Insta-Foto. Aber wenn man das so macht wie Patrick, dass man die Fische auch wirklich isst, ja, wer bin ich denn darüber zu urteilen? Ich esse ja selber Fisch. Und ich muss sagen, ich muss mein Vorurteil absolut revidieren. Das ist überhaupt nicht langweilig, das hat echt Spaß gemacht. Und was ist mit euch? Ihr habt es ja jetzt miterlebt. Was ist eure Meinung zum Thema Angeln? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare und vergesst vor allem nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Und dann habe ich noch eine kleine Empfehlung. In diesem Video hier hat Robin einen Tag auf dem Dorf verbracht und sich das Leben da angeschaut. Und er hat tatsächlich ein paar Überraschungen erlebt. Und hier findet ihr alle Videos, die ich für Reporter gemacht habe.